Ja, die 80er. Ganz ohne jeden Zweifel waren sie das goldene Jahrzehnt der US-Spieleschmiede Apex. Nach Summer Games 1 und 2 folgte Winter Games. Alle drei Spiele sorgten mit ihrer verhältnismäßig guten Grafik und ihrer großen Liebe zum Detail für ordentlich Aufsehen. Doch die Olympischen Sommer- und Winterspiele zu simulieren war den Entwicklern bald nicht mehr genug. 1986 galt es, die gesamte Welt zu bereisen, auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung. Es war die Geburtsstunde von World Games. Acht Nationen dienen als Austragungsorte für acht unterschiedliche Disziplinen, in denen es galt, die Besten zu ermitteln. Und die erste Nation ist Russland, beziehungsweise damals Sowjetunion, mit dem Gewichtheben. Im Gewichtheben oder auch Reißen war die Sowjetunion führend in der Weltrangliste. Leider gestaltet sich das Gewichtheben in diesem Spiel mindestens genauso schwer wie in der Realität, wie man an diesen Szenen sehr gut erkennen kann. Oh oh. Und damit kommen wir zum vermutlich schönsten aller Länder, Deutschland. Ja, und für welchen Sport kennt man uns? Fußball? Handball? Nein, Fässerspringen natürlich. Wer hat nicht damals als Kind stundenlang vor dem Fernseher gesessen, als nach all den Werbespots endlich das Fässerspringen kam? Oh, präsentiert von Paulaner, ein Highlight. Ja, was Sie hören, sind vertraute Klänge. Aber um welchen Klassiker handelt es sich hier? Na? Wer weiß es? Genau! Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Busfahrer, auf den Busfahrer, ein Hoch! Nun aber zum Spiel. Natürlich brauche ich bei diesem Sport niemanden die Regeln zu erklären, aber ich tue es trotzdem nochmal. Es wird Anlauf genommen, natürlich auf Schlittschuhen, mitten auf dem Eis und über mehrere Fässer gesprungen. Und die vielen Zuschauer jubeln, woher sie auch immer diesen Sport kennen und wo er auch immer ausgetragen wird. Eigentlich wollte Apex an dieser Stelle Fußball einbauen, aber leider war dies technisch zu aufwendig, weshalb wir stattdessen diesen Blödsinn da kamen. Überraschenderweise war dies aber die Disziplin mit dem größten Spaßfaktor für uns. Besonders für mich, weil ich gewonnen habe. Damit kommen wir nach Mexiko mit der erfrischenden Disziplin Klippenspringen. Natürlich springen wir von ganz oben, um mehr Punkte zu erreichen. Warte, stopp! Das kenne ich irgendwoher. Es ist das erste Mal, dass du Cliff nimmst. Und Cliff ist anders. Du reibst es auf die Haut. Alter, das Zeug ist so geil. Ich muss es haben. Ich muss es haben. Und dann spürst du es richtig. Cliff. Erfrischend kühl. Erfrischend anders. Cliff, yeah! Au! Ah. Nein. Wie man am Kopfschütteln erkennt, kann unsere gefiederte Jury das leider nicht absegnen. Jupp, und genauso sieht's aus, wenn man's geschafft hat. Und wieder liege ich vorne, aber ich will's ja nicht unnötig betonen. Ich weiß, was ihr euch jetzt fragen werdet. Welchen Sport hat Frankreich, in dem es gut ist? Scheinbar keinen, deswegen hat es auch die mit Abstand langweiligste Sportart bekommen. Slalom. Und man scheitert. Und scheitert. Und scheitert. Bis man die Scheißfahren endlich ignoriert, einfach durchfährt und es packt. Und endlich, da ist er da, ein Sieg für mich, aber ich will auch das hier an dieser Stelle nicht überbetonen. Baumstammrollen gehört zu Kanada wie Celine Dion oder Bryan Adams und lässt durch gleichzeitiges Spielen ein richtiges Wettkampfgefühl aufkommen. Diese Sportart geschieht, wie schon gesagt, simultan. Das bedeutet, mehr Action! Ziel ist es, seinen Holzfällerkollegen nass zu machen und ihn zu den Haifischen zu schicken. Wem es gelingt, länger die Balance zu halten und möglichst viele Baumstammumdrehungen zu meistern, gewinnt. Was nicht immer der Bessere sein muss. Es in diesem Fall aber ist. Hier wunderschön daran zu erkennen, dass Konsolen-Chris über 8-Bit-Basti steht und mit Gold, statt wie 8-Bit-Basti mit Silber ausgezeichnet wurde. Ah, lass lieber zur nächsten Disziplin übergehen. Auf in die Vereinigten Staaten. Amerika, bekannt für Sportarten wie Football, Basketball, Eishockey und Wrestling. Alles für Weicheier. Lasst euch lieber eure Eier auf einem Bullenweich klopfen. Beim Rodeo. Eigentlich macht man hier nichts anderes, außer gegensteuern und nicht runterfallen. Letzteres ist übrigens nicht ganz so leicht gewesen und, kein von uns gelungen, wie man sieht. Schottland. Kurze Männerröcke und Dudelsack. Und was machen Männer in kurzen Röcken mit Dudelsäcken? Sie nehmen ihre Stämme fest in beide Hände und werfen ihre Baumstämme möglichst weit. Ah. Und hier ein kurzer Zusammenschnitt unserer besten Szenen. Ja, das ist wirklich kniffliger, als es aussieht. Und auch diesmal war für uns beide keine Medaille drin.
Japan, Land von Ninjas, Mr. Miyagi und Godzilla. Natürlich zockt man ja Japan Sport Nummer 1. Sumo-Ringen, der ultimative japanische Fight zwischen zwei Kontrahenten. Ein Kampf, der über Tage gehen kann, Monate, vielleicht sogar Jahre. Zack, das war's. Und damit kommen wir zum Schluss. Ja, keine Überraschung, da ich ja wesentlich mehr Goldmedaillen habe als du. Ah, schau mal, das geht gar nicht nach den Goldmedaillen. Ich habe mehr Punkte als du. Damit endet World Games, das im Vergleich zu seinen Vorgängern neue Akzente in Sachen witzigen Animationen setzt. Anfänger seien aber gewarnt, dass der Schwierigkeitsgrad ausgesprochen herausfordernd ist und man für das Erlernen der Disziplin einige Zeit braucht. Besonders die Punktevergabe ist, verdammt nochmal, sehr präzise. Dem würde ich einem glatt zustimmen. Schön, dass du die Niederlage diesmal so sportlich nimmst. Vielleicht hätte man meine, die Goldmedaillen einfach mehr gewichten sollen, um den richtigen Sieger zu ermitteln. Die Produzenten möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass niemand bei diesem Spiel zu Schaden gekommen ist und dass wir World Games absolut nicht drauf haben. Insbesondere 8-Bit-Basti. Dich!